Hey, damn, not again. Not the lights. Hey. Easy. Take it easy. Who are you? Name's Mackenzie. I'm the one who saved you from the bear. Yeah. You kill it? I don't think so. But I hit it. Maybe scared it away. Not the way you shoot. Glad your memory's coming back. Shit. He got me good this time. This time? Yeah. Me and the old bear go back a ways. There's unfinished business between us. I bandaged you up, but you're in bad shape. Is there anywhere to get medical help? What? You mean like a hospital? Out here? Nah, nothing like that. I see you have a radio. Can we call for help? No. Radio's been dead for the past few days. I can't raise any of the usual channels. I'm not sure why. Well, you'll need some stronger meds to avoid infection. And for the pain. He's some kind of doctor. No. But I've been around doctors enough to know you'll be in trouble soon. Unless you get some better help than I can give you. Well, closest help is probably in Milton, back the way you came. There's nobody left to help you there. The town's pretty much deserted. There was a fire and... Damn. My next town's days away. I'm wrecked. But if you leave now, you might be able to... You won't last days like this. Must be another way. There's someone who might help. But we can only reach them by radio. So, we're back to where we started. There's gotta be somewhere nearby that might have medical supplies or another radio we can use. You might find some comms gear or parts in the old Carter Dam. It's probably ancient stuff, though. That place has been abandoned for years. We used to have a first aid room. Might still be some old meds there, too. Something strong enough to maybe numb this pain. Hang in there. I'll be back as soon as I can. Wait. Wait. The old bear. He's still out there. He'll be wanting to finish the job. Okay. Take my rifle. You won't kill him, but you might scare him off again. Right. Watch out. The dam. Unstable. Wait, what? What do you mean unstable? Passed out. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge The Long Dark. Ja, ich, es war eigentlich klar, dass es weitergehen muss. Ganz am Ende der letzten Folge habe ich dann natürlich auch gesehen, ja, es geht weiter. Wir sind jetzt hier. Haben ihn gerettet. Er ist ohnmächtig geworden. Jetzt nehmen wir erstmal das Gewehr. Tragen. Das können wir direkt tragen. Gewehrmunition nehmen wir natürlich auch mit. 5 Patronen.
7 insgesamt denn jetzt hier? So. Werkbank, okay. Mhm. Ja. This pack is getting too heavy to carry. Ja. Spenddurchsuchung. Mal gucken, was haben wir denn hier? Können wir hier auch was reinlegen? Das sieht natürlich gut aus. Lass mal gucken, was können wir denn ablegen eigentlich? Alter. Wir haben 10 Kilo Übergewicht. Also nicht wir, sondern wir tragen zu viel mit. So. Bis auf 2 Magnesiumfackeln lassen wir das da. Das macht natürlich überhaupt nichts aus, ne? Aber komm, das lassen wir jetzt auch hier. Zwar alles nur so leichte Zeug, aber trotzdem. Kleinviech macht ja auch Mist, ne? Gegart, gegart, gegart. Super. Essenszeugs und so müssen wir natürlich mitnehmen. Obwohl, wir können ja ein bisschen was zwischenlagern, ne? Warum eigentlich nicht? So, Das war vielleicht so, obwohl, nee, das war so ein bisschen aller ist, sollte ich mitnehmen. Das können wir wahrscheinlich gleich trinken. Lassen wir das noch hier. Oh Mann. Alter, 16 Signalpatronen. Lass mal gucken, dann können wir auch bestimmt 10 hier lassen. Ich hoffe, dass wir hier nochmal zurückkehren. Nicht, dass ich jetzt hier einiges lasse und am Ende kommen wir hier gar nicht mehr zurück. Gut, aber sonst wüsste ich auch nicht, was wir noch weiter ablegen sollten. Okay, hier so Papierzeugs. Komm, alle umlagern, brauchen wir nicht. Ah, sonst weiß ich auch nicht, was wir sonst noch... Ja, also hier lassen können, nicht? Stoff. Lass ich auch mal ein paar hier. Mal 6, dann nehmen wir 5 mit. Wasserreinigungstabletten behalte ich natürlich. Zedernholz und so behalte ich natürlich auch. Unterwegs müssen wir immer was machen. Also jetzt so feuertechnisch mäßig. Ja, gut. Lassen wir erstmal so. Okay, wir sehen ganz gut gesättigt aus und so. Lass mal gucken. Haben wir hier sonst noch was? Was ist denn hier oben? Nichts, das wir nehmen können. Sturmlampe haben wir eigentlich, wa? Ich glaube ja. Hier direkt können wir nicht ran, wa? Ich glaube, hier können wir so ein paar Sachen herstellen und reparieren und so. Werden wir aber bestimmt noch hinterher herausfinden. Ja, ich bin echt gespannt. Rindfleisch mit Bohnen, bla. Also ich kann eigentlich nichts mehr weiter mitnehmen. Wir sind unglaublich überladen. Hier, guck mal, ganz so schön Holz und so, aber ich kann hier nichts mitnehmen jetzt gerade. Okay. Was steht denn auf der Map? Wo sind wir denn überhaupt? Oh Gott. Sind wir... Nee, das ist unser... Doch. Der verletzte Pelzjäger. Der müsste jetzt da sein, wo wir gerade sind. Oder müssen wir dahin? Nee, ich glaube... Nee. Ich glaube, jetzt müssen wir auf eigener Faust raus und suchen. Habe ich so das Gefühl. Gut. Dann wollen wir mal. Ich hoffe, es klappt alles. Haben wir hier was? Ja, hier werden wir jetzt sein. Vielleicht sollten wir hier als erstes zu diesen Häuschen. Also quasi hier hin. Obwohl, das hier liegt ja direkt auf dem Weg. Lagerbüro. Aufsichtsturm. Okay, wir machen einfach. Hui. Da bin ich mal gespannt. Auf was wir uns da jetzt einlassen. That trapper's my key to getting out of here. He better not die on me. Ja, das hoffe ich auch. Er scheint nämlich ein ganz cooler Typ, ja, ein ganz cooler Typ zu sein. Und er meinte noch am Ende instabil oder sowas, nicht? Ich denke mal, er meint damit die Waffe. Wahrscheinlich müssen wir aufpassen, weil sie uns nach dem 5. Schuss um die Ohren fliegt. Ich hoffe nicht. So, ich guck mal, ist das hier... Ach, hier bin ich. Neben... Hä? Ah, denkste. Ich muss da oben hin.
Hier unten sind wir. Alles klar. Ja gut. Müssen wir quasi diese Richtung hier, ne? So wie ich gesehen habe. Ja, mehr oder weniger. Ja, so diese Richtung. Oh Mann. Das kann ja was werden. Ich hätte, so wie ich irgendwie eine Waffe bin, hätte ich am liebsten gleich unglaublich viel Munition. Besten gleich so mehrere hundert Schuss und so. Ja, ich bin... Ja, ist auch nicht. Aber gut, ich glaube, es geht vielen so. Weil wenn man nur so wenig Schuss hat, wie ich jetzt hier 7 Schuss, dann darf man sich keine großen Fehler erlauben. Am besten überhaupt keine. Das sieht hübsch aus. Gefällt mir. So, hier lang, ne? Ja. Das sieht gut aus. So, wir versuchen natürlich jetzt mal schnell Hilfe zu holen. Oder irgendwelche Medikamente oder sonst irgendwas, was ihnen helfen könnte. Und vielleicht erzählt er uns ja was. Also in der Vorschau hat man ja gesehen, also Astrid müsste theoretisch noch leben. Ich weiß gar nicht, ob das, ich weiß nicht, interaktiv ist. Ist das das Wort, was ich jetzt gerade so? Ich weiß es nicht, ich glaube ja. Dass wenn wir uns hier zu viel Zeit lassen, dass sie dann später stirbt oder keine Ahnung was. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß nicht, ob das Spiel beeinträchtigt oder die Story beeinträchtigt. Ich hoffe einfach mal nicht. Das sieht schon cool aus. Lass mal gucken, wie ist denn der Ziel? Ah, okay. Oh, ziemlich genau, hoffe ich. Es ist die Frage, ob auch der Lauf gerade ist. Als ob ich Ahnung von Waffen hätte. So. Mal schauen, was hier hinter dem Hügel ist. Ah, Hügel ist gut, Alter. Ist ja schon ein Berg. Und hinter dem Berg ist ein anderer Felsberg. Keine Ahnung. Lass mich, es ist spät, ich rede Blödsinn, wie immer. Okay, tapsen uns hier mal ran. Darunter oder darunter? Gehen wir hier lang. Der Abstieg hier sieht sanfter aus. Ich kenne keine Ahnung, ob wieso und warum und ob es richtig ist, aber es sieht hier irgendwie einfacher aus, runter zu kommen. Nicht fallen. Oh, da hinten ist eine Hütte. Na, ehemalige. Was heißt eben, sie ist immer noch da, aber sie ist kaputt. So. Ah ja, vielleicht habe ich bald ein bisschen früher Zeit wieder aufzunehmen. Ich glaube es nicht, aber zumindest halt nicht mehr in der Nacht. Das wäre schon mal ganz gut. Was denn? Achso, Pilze hängen da. An dem Baumstumpf. Ich dachte, da hinten guckt uns gerade was an. Da, hallo? Da so. Ja. Totes Holz. So. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay. Hier ist natürlich nichts außer ein kleiner Ofen. Was natürlich auch ganz cool ist. Wenn man sich mal kurz irgendwo aufwärmen muss oder sonst was. Ich versuche mal jetzt Richtung Schienen zu laufen. Damit wir nicht einfach nur so querfeldein rumwandern. Stöcker und so lasse ich jetzt einfach mal liegen, weil wir sowieso schon überladen sind. Ich glaube, es sind auch unsere ganzen Klamotten, die ganz schön viel wiegen. Ich muss mal gucken, ist das vielleicht die Feuchtigkeit?
Das wäre noch eine Idee. Dass es die Feuchtigkeit ist in den Klamotten, die uns so schwer macht. Weil Jacke und so haben ja auch immer mal wieder so um die 20% Feuchtigkeit, 30% und so. Ich glaube, ich habe irgendwie mal was von gehört, dass man nachts, wenn man schlafen geht, die Kleidung ablegen soll, damit sie trocknen kann. Bin mir da nicht ganz sicher, aber es würde auf jeden Fall Sinn machen. Okay, da ist schon mal eine Stromleitung. Irgendwie ruckelt es heute bei mir. Weiß gar nicht warum. So. Hier sind die Schienen. Alles klar. Da ist der Tunnel und ein Wolf. Der Tunnel sieht eingestürzt aus. Ich gehe da jetzt mal nicht lang wegen dem Wolf. Und ich rechne mal jetzt nicht damit, dass hier gleich von hinten ein Zug an die Rausch kommt. Ich hoffe es zumindest. Okay, jetzt traue ich den Ganzen nicht mehr. Jetzt habe ich zu intensiv darüber nachgedacht. Oh, wir können hier aber zur Seite runtergehen. Da ist ein Häuslein. Der Berg sieht auch cool aus da hinten. Ruckel, ruckel. Ach nee. Ist das etwa... Deswegen kommt es mir hier so bekannt vor. Das Haus kenne ich. Das Haus kenne ich. Oh. Dumm ist der Aussichtsturm. Kronk, erinnerst du dich? Dein Haus. Da müsste der zumindest sein, oder? Sieht so aus. Hier oben die Schienen. Da unten der See. Da, ja. Das müsste dieses Campinghaus sein. Ja, ja, genau. Was bist du denn? Okay. Dinge. Irgendwelche Dinge. Ich will ja mal noch auf E drücken, was ist denn los hier? So, ja, doch, das ist das Haus, guck mal. Das ist es. Sehr nice. Okay, ich... Natürlich kein Strom, das war mir eigentlich klar. Ich guck natürlich hier so Erste-Hilfe-Zeugs und so. Ist leer. Wird denn hier angeleuchtet? Stoff. Ja, komm. Nee, ist einfach nur Werkbank. Ich dachte hier... Ah, hier, Schublade. I could use this. Schnur. Okay. Okay. Ja, Wasserreinigungstabletten, Schnur, Angelzeug. Wow, Haken. Jetzt geht's los. Lampenöl. Sehr gut. Mensch, wir werden hier richtig verwöhnt. Ah, ich weiß schon, warum sich... Nähzeug, lassen wir jetzt noch. Ah, ich weiß schon, warum sich Gronk hier damals niedergelassen hat. Obwohl das damals noch ganz anders aussah. Also nicht ganz anders, aber hier war weniger drin und so. Erinnere ich mich. Nein, ja. Schlüssel zur Seehütte. Alles klar. Ist das hier die Seehütte? Nee, ne? Laptop. Hallo. Hm.